Nächste Frage hat der Reitschuster. Corona-Maßnahmen. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich die Maske vergessen. Corona-Maßnahmen-Kritiker und insbesondere Querdenker sind eine größere Gefahr in Sachen Antisemitismus in Deutschland als der zugewanderte Antisemitismus, als islamischer Antisemitismus. Diesen Eindruck konnte man heute hier auf der Bundespressekonferenz gewinnen, als der Beauftragte der Bundesregierung für Antisemitismus, hätte ich fast schon gesagt, ich hoffe, es ist kein freudscher Versprecher, für die Bekämpfung des Antisemitismus und Annetta Kahane von der Antonio Amadeo Stiftung hier zum Thema Antisemitismus sprachen. Ich bin etwas aneinander geraten, mit denen waren auch spannende Wortwechsel. Ich bringe das Ganze nicht im Zensurkanal. Verständnis dafür haben Sie, habt ihr ja rüber auf Rambl, rüber auf Odyssee, und ich verspreche, es lohnt sich, weil das war ausgesprochen interessant und faszinierend. Also ich bin etwas fassungslos, auch was ich da alles gehört habe über die Demonstrationen der Corona-Maßnahmen-Kritiker, wie aggressiv das dort ist und latenter Antisemitismus. Ich war ja auch dort. Ich habe das ganz anders erlebt. Aber wie gesagt, wir lassen uns nicht zensieren. Rambl Odyssee auf Rambl. Rekord, fast schon 300.000 Aufrufe für ein einziges Video und über 100.000 gehen die rasant durch. Das ist ihr, sie, seid toll. Ich bin echt bewegt und einfach mal Respekt, einfach mal Danke, und das zeigt, es gibt Menschen, die nicht alles mit sich machen lassen. Es gibt viele, viele, viele. Vielen Dank allen 100.000 bzw. fast 300.000, und Leser sind es ja noch viel mehr. Grüße aus der Bundespressekonferenz. Ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster.